Die SVP-Spannvorrichtung wurde als Schnellwechselvorrichtung konstruiert, um Ihnen den Wechsel von Werkzeugen in Ihren Tribus-Werkzeughaltern zu vereinfachen. Beachten Sie vor der Inbetriebnahme den Maximaldruck auf dem Werkzeughalter oder kontrollieren Sie die Wertetabelle, die auf der Vorrichtung angebracht ist. Mit dem SVP 2D haben Sie die Möglichkeit, den Maximaldruck über 10 programmierbare Speicherplätze individuell festzulegen. Drücken Sie dafür die P-Taste für Programmierung und wählen dann mit dem Pfeiltasten den Programmierplatz und die zugehörigen Werte. Achten Sie außerdem auf die 3 Einkerbungen an Ihrem Werkzeughalter, wenn Sie den Werkzeughalter in den Reduziereinsatz einführen. Stecken Sie danach den gesamten Einsatz in die Spannvorrichtung und schließen Sie den Druckablass an der rechten Seite der Vorrichtung. Betätigen Sie nun den Pumpenhebel, bis der erforderliche Druck erreicht ist. Sobald Sie den Werkzeughalter mit dem notwendigen Druck geöffnet haben, können Sie Ihr Werkzeug einspannen und den Werkzeughalter nach Öffnen des Ventils aus der Vorrichtung entnehmen.